Ja, und der zweite Text schließt sich jetzt sehr lose an. Dazwischen ist ein größeres Handlungsloch. Das dürfen Sie jetzt nach Belieben füllen. Der Text ist basiert auf einer traurigerweise fast wahren Begebenheit und orientiert sich lose an einem Lied, das ich sehr gerne mag, und geht so. Nieselregen, Oktoberwetter. Unter der Decke ist es warm. Im Radio Banjo-Klänge, dann fängt einer an zu singen. I am just a poor boy, though my story seldom told. Sie, 21, nackt, so, kennst du das? The Boxer von Mumford & Sons? Ich, 28, nackt, so, du meinst The Boxer, das Cover, original eigentlich von Simon Garfunkel. Sie, wer ist das denn? Ich, das ist ein Folkrock-Duo aus den 60ern. Sie, naja, das hat deine Jugend, nicht meine. Vielleicht hätte ich die Zeichen früher erkennen sollen. Die Totenglocken läuten hören. Still a man hears what he wants to hear und es trifft mich wie ein Schlag. Ich bin alt. Und so schreibe ich jetzt mein Testament. Alle meine Besitztümer gehen an Menschen, die mir nahestehen. Ich finde, das ist ganz schön vorausschauend, wenn man bedenkt, dass meine Eltern darunter sind. Aber fair ist fair, schließlich haben sie fast alle meine Besitztümer auch bezahlt. Als ich entschieden habe, dass meine Mutter die Batman-Comics und mein Vater die South Park-DVDs bekommt, ist eigentlich alles verteilt. Mein Laptop nehme ich mit ins Grab. Darauf sind Dinge zu finden, die jeden mir nahestehenden Menschen im Nu dazu bringen würden, zu bereuen, ein mir nahestehender Mensch gewesen zu sein. Nachdem ich alle Unterlagen beim reichlich verwirrten Notar abgegeben habe, der unverständlicherweise behauptet, ich übertreibe es mit meiner First-Third-Life-Crisis, gebe ich mich ganz der Melancholie hin. Ich kaufe mir einen Gehstock, einen beigen Mantel und eine Tüte Taubenfutter und setze mich auf eine Parkbank, um voller Neid der kraftvollen Jugend beim neckischen Toben zuzusehen. Nach einer Stunde im Stadtpark stelle ich fest, dass neckisches Toben heute eine App ist und Color Switch heißt. Wir waren da noch ganz anders. Raus in den Wald, so waren wir. Und da haben wir auf 8-Bit-Gameboy-Bildschirme geglotzt wie echte Naturburschen. Kurz werde ich beim Anblick dieser verkorksten Güren grantelig. Doch dann ermahne ich mich zur Nachsicht gegen junge Generationen. Wer bin ich, den ersten Stein zu werfen? Waren wir es doch, durch die eine Firma namens Yamba mit dem Verkauf nerviger monophoner Klingeltone in Monatsabos ein Vermögen machte? Waren es nicht ich und meine Altersgenossen, die sich in Kindertagen die mittlere Strähne am Hinterkopf zu einem bizarren Rattenschwanz stehen ließen? Urteile nicht über diese kleinen Justin Biebers und Miley Cyruses, denn du hast einmal DJ Tomek gehört. Ich war doch auch mal ein poor boy in the company of strangers, um Anschluss bemüht. Ein mildes Lächeln umspielt meine Miene, während ich ein M&M aus einer orangenen Pillendose esse und dabei mit angemessenem Schleimauswurf huste. Warum auf einmal so milde? Hatte immer gehofft, im Alter wenigstens querulant zu werden. Rufe zum Ausgleich die Polizei, weil ein Auto mit dem Vorderreifen leicht auf dem Gehweg parkt. Neulich habe ich mal meinen Rentenbescheid kommen lassen. Wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe, bekomme ich pro Monat 17 Cent. Das ist unverschämt. Und dafür habe ich 2 Jahre Zeitungen ausgetragen. Das hätte es früher nicht gegeben, dass man uns alte Menschen so abspeist. Ich habe es mit der Arbeit doch versucht, aber meine ganze Erfahrung ist auf dem Markt wohl nichts wert. Asking only workmen's wages, like I'm looking for a job, but I get no offers. Dabei habe ich doch 5 Semester Spielzeugdesign, 3 Semester Pferdewirtschaft und 12 Semester urbanes Freiraummanagement auf dem Buckel. Wohl überqualifiziert, der Herbst zieht über die Stadt. I'm laying out my winter clothes, wishing I was gone. Mein körperlicher Zerfall nimmt beängstigende Züge an. Es gab eine Zeit, da habe ich 2 Klimmzüge geschafft. Am Stück. Heute ist das undenkbar. Ich leide an seniler Bettflucht und kann manchmal nach 10 Uhr vormittags kaum mehr schlafen. Dann gehe ich auf eBay und schaue nach gebrauchten künstlichen Hüftgelenken. Es könnte jeden Tag soweit sein. Mein Arzt sagt, mit mir wäre doch alles in Ordnung. Das ist schlimm, wenn ich die Menschen anlügen, weil sie sich nicht mehr für voll nehmen. Nee, mache ich fast vor, es geht zu Ende. Gezeichnet vom Leben, gebrochen und versehrt, schleppe ich meinen verrottenden Leib zu Edeka. 2 Flaschen Sherry eingepackt, das Getränk der Vergessenen und Welken. Dazu eine Packung Koriger Haftcreme für die Dritten, ist gerade im Angebot, wird Zeit, sich zu kümmern. An der Kasse fragt mich die Frau, kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ich, 28, nackt, so. Ich bin mal gespannt auf das neue Arcade Fire Album. Sie, Edeka-Frau, 42, nackt, so. Was für ein Album? Ich, naja, das ist halt meine Jugend. Muss jetzt auch mal los. I am leaving,
La 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 la. Oh.